So, jetzt aber. Oh, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu The Diary. Mein Name ist Sio und wir haben heute Donnerstag, den 9. April 2015. Damn, das ist schon der zweite Take. Weil ich gerade eigentlich schon gefühlte 10 Minuten dahin gelabert habe und dann geschaut habe, ja, meine Kamera hatte keinen Bock aufzunehmen. Sehr schön. Ja, deshalb jetzt Take 2. Der Gag fällt jetzt weg. Heute war ein anstrengender Tag, meiner Meinung nach. Also relativ anstrengend. Für mich halt, der gerade darunter leidet, dass er sich mit 40 Sachen gefüllt auf die Fresse gelegt hat. Anstrengend. Ich habe ja, wie ich schon gestern erzählt habe, hier was offen. Hier und hier ein paar Schürfwunden. Wer das sehen will, will keiner sehen. Twitter. Nochmal sorry an alle Leute, die auf Twitter waren und das gesehen haben. Es waren nicht viele, aber ew. Gott. Anstrengend. Ich bin schon relativ früh morgens los, weil ich Ersatzteile für meinen Roller geholt habe, weil den möchte ich so schnell wie es geht wieder flott haben und das habe ich heute geschafft. Ich habe meinen Roller wieder zum Laufen gekriegt. Der Tacho zeigt jetzt auch wieder mal eine Geschwindigkeit an und mein Licht leuchtet wieder. Yay! Ich muss bloß noch immer noch meinen Kumpel drüber gucken lassen, weil der kann besser löten als ich und das wäre mir doch ein bisschen lieber, dass ich da nicht offene Kabel in meinem Rollerkasten habe und das ist ja I und Bäh. Und das Einzige, was ich jetzt noch daran zu machen habe, ist die kaputte Front. Da ich ja nicht nur ein bisschen was an meinem Roller geschrottet habe, sondern auch die Plastikfront, ist das jetzt ein bisschen blöd, weil ich hasse es, wenn irgendetwas kaputt ist und ich es fahren muss. Mein Vater hat zwar gemeint, fuck this shit, aber mir ist das persönlich wichtig und deshalb muss ich da mir jetzt noch etwas überlegen. Ich habe schon die Idee, dass ich das einfach mit so einer Sticker-Bomb-Folie mache. Aber die sind so teuer und ich kann nicht folieren, weil ja, ich habe es halt nie gelernt. Und deshalb werde ich das höchstwahrscheinlich nicht machen, sondern ich werde mir irgendwoher at random Sticker zusammenklauben und einfach meinen kompletten Roller vollkleben mit Stickern. Und ah, Himmel. Das wird mich nochmal so viel Geld kosten. Ich glaube, ich werde mehr Geld für Sticker ausgeben als für die Tachowelle und die Lampe. Und das waren, okay, das waren nur 21 Euro, aber fuck this shit! Es wird bestimmt teurer. Und es wird länger dauern. Aber hoffentlich sieht es dann besser aus. Und Gott. Als ich dann meine Sachen geholt habe, habe ich dann auch noch was ganz Tolles gesehen. Ein Herz für Penner. Obdachlose. Und zwar ist es in der Nachbarstadt, wo ich meine Rollerersatzparts holen war, gibt es jetzt ein lustiges Schild an jedem Mülleimer. Stellt euer Scheiß nebendran. Ihr erleichtert so den Obdachlosen Pfandflaschen sammeln. Sehr schön, guter Move. Habe ich auch auf Twitter gepostet. Echt nicer Scheiß. Weiter im Text. Ich war heute fleißig. Ich habe meinem Dad geholfen, Autoreifen zu wechseln. Das war das erste Mal, dass ich Autoreifen gewechselt habe. Ist ein bisschen zeitaufwendig. Für jeder, der das schon mal gemacht hat, will das wissen. Aber für die, die es nicht wissen, ist ein bisschen zeitaufwendig. Vor allem mit dem ganzen Radgekurbel und dann runter und dann hoch und dann Schraub und dann hast du nicht gesehen und und ekelhaft und ja, das hat aber sehr gut geklappt und dann habe ich endlich meinen Roller wieder zum Laufen gehabt und ich bin erstmal eine Runde gedreht. Wirklich mal komplett ausgefahren. Ich hatte ehrlich gesagt doch ein bisschen Angst auf dem Roller, weil es hat mich jetzt schon einmal hingelegt und ich weiß nicht, wann das nächste Mal sein wird und man macht sich schon natürlich so seine Gedanken, nicht nur zuletzt, weil ich auf dem Roller stellenweise ein bisschen abgelenkt werde von dem Zeug, das ich halt gerade mit meiner Family habe. Was da genau ist, möchte ich gar nicht in meinem Tagebuch sagen, weil ich habe noch die Hoffnung, dass es wesentlich besser wird.
Und an alle da draußen, die gerade so familiäre Probleme haben, hofft, dass es besser wird. Und ich hoffe mit euch, dass es besser wird. Und toi, 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 Jungs, Mädels, was auch immer. Und ach, ich werde schon wieder so melancholisch. Und ich bin müde und ich bin erschöpft. Ja, deshalb höre ich mal auf, jetzt irgendeine Scheiße zu labern und gieß mir hier noch was von meiner Apfelschorle ein. Dango, mach mal Platz bitte. Danke. Und ich würde sagen, ich kipp mir hier was ein. Und dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Einen guten morgigen. Oh, das hat weh, Tag. Und wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Bis dahin. Prost! I. Nass.